Das hier ist Teil 3 unseres Cthulhu Let's Plays in der Phantastischen Bibliothek in Wetzlar. Und ein großes Krauseding versucht gerade, Bernhard zu essen. Ja, ich bin ja schon halbwegs am Boden in der Hocke und versuche auf Hände aufgestützt rückwärts weiter am Regal vorbei zu entkommen, dem, was sich da vorüber mich beugt, weil es sieht gerade so aus, als sei Kommunikation auf der kulinarischen Ebene angesagt. Ja, du siehst jetzt auch, wie dieses Ding sich vorwärts beugt um das Regal. Um ihn fällt ein Wasserfall aus Büchern, unterschiedliche astronomische Werke und dergleichen aus dem Regal, fallen auf deine Schultern, deinen Kopf und rechts und links von dir herunter, als du dich gegen das Regal drückst. Und das Ding sich langsam zu dir runterneigt und zu schnüffeln scheint. Wie weit bin ich nur weg? Also ich laufe ja in seine Richtung. Nur so 10 Meter. Immer noch so 10 Meter? Nein, also du warst nur 10 Meter. Ach so, gut. Du kannst jetzt jederzeit da sein. Dann, kann ich ein Buch aus dem Regal nehmen und nach dem Viech schmeißen? Hast du ein Glück, dass ich nicht mehr dabei bin. What's up? Das kannst du tun. Wurfwaffen. Ich glaube, da hast du, wenn dann nur den Grundwert. Ja. Also, jeder hat schon mal ein Buch geworfen. Mich ein Buch am Kopf trifft. 8. Vieles Fluchtbemühen beendet. Ach was. Was soll da schon passieren? Dich trifft ein Buch am Kopf. Ich glaube es nicht. Es ist keine Hunde. Es ist keine Hunde. Es ist nur eine 9er. Oder so. Was anderes als 9er drauf, dann W10. Das gibt's ja nicht. Dich trifft ein Buch am Kopf. Ja. Für 2. Bitte nicht eins meiner eigenen. Für 2 Trefferpunkte. Hast du was über Astronomie geschrieben? Nee, zum Glück nicht. Ja, du stellst noch entgeistert fest, als dein Kopf rückt, Schmerz in deiner Schläfe aufflammt, dass du gerade offensichtlich mit einer Abhandlung über mögliche Zusammensetzung des Mondes getroffen wurdest. Okay. Der Autor hatte viel zu sagen und er hat offensichtlich darauf bestanden, dass das Ganze einen sehr stabilen Einband bekommt. Mhm. Super. Genau, und 2 Trefferpunkte. Gut, vielleicht hätte ich nicht im Laufen werfen sollen, aber gut. Ja. Nachher ist man immer klüger. Aber zumindest ist das Ding jetzt ein wenig abgelenkt und der Kopf, der sehr seltsam, fast ein bisschen insektenhaft vorne an dem Körper angebracht zu sein scheint, dreht sich in deine Richtung. Du kannst zwar keine Augen ausmachen, aber diese langen, weißlichen Auswüchse, Haare oder was auch immer, tasten in deine Richtung die Luft. Also die Gelegenheit, um davon zu kriechen. Ihr zwei, die das Ding seht, könnt ohnehin mal einen Stabilitätswurf wieder durchführen. Ich traue mich nicht. Sie hat einen Würfel dabei. Ja. 70 ist jetzt nicht so klasse. 14, das ist wenig. Das ist so, du bleibst konzentriert. Du hast ja ohnehin auch einen besseren Blick auch auf die Beißwerkzeuge dieser Kreatur. Ein W10 Stabilitätspunkte sind das. Du darfst dir selber... 8, ja, das ist klar. Du darfst dir selber eine Krise, dich der Krise nähern. Entschuldigung, das ist noch nie drin. Das war nicht so gut. Das Ding ist aber ein wenig zu groß für die schmalen Räume zwischen den Regalen. Das heißt, du könntest tatsächlich versuchen... Okay, ich komme auf die Beine und benutze selbige. Du bist tatsächlich auch schneller als die Kreatur. Die Initiative wird einfach nach der Geschicklichkeit bestimmt. Das heißt, du darfst als Erster handeln und versuchen, mehr oder weniger davon zu krabbeln. Ich würde auch einen Geschicklichkeitswurf schlicht und einfach verlangen, um dich da aufzurappeln und unter dieser Hand dich wegzudrücken. 82. Ganz übel. Du hast mich schwerer getroffen mit dem Buch, als es den anscheinend hatte. Der Charakter hat eine gute Geschicklichkeit, der hat 80. Das heißt, du hast genau 2 Punkte nur daneben gelegen. Du krabbelst am Boden herum, aber deine Hände rutschen auf den Büchern, stapeln aus. Du siehst ein paar Blutstropfen von deiner Schläfe runter, tropfen auf. Beobachtungen der Venus. Und ich versuche, da ich ja noch am Laufen bin, versuche ich mich an meine Rugby-Vergangenheit in der Schule, die ich sonst versuche zu verdrängen, zu erinnern und die Hand zu rammen, um ihn davon loszubekommen und das Wesen sozusagen in das Regal zu schieben. Du möchtest also ein Kampfmanöver machen. Du möchtest dem Garn keinen Schaden zufügen, du möchtest es nur von ihm fernhalten. Das Wichtige ist, ihn frei zu bekommen, loszubekommen. Dann würfelst du einfach bei Handgemenge. Da unten gibt es so einen Standardwert, der müsste... Ich glaube, du hast keinen Bonus drauf, das heißt, du hast 50% da drin. Da rechts, unter Waffen, steht deine Hand rechts. Ach, da bei der Art von Charakter. Und die Kreatur selber darf auch einmal würfeln. 12. Nee, das ist keine 1. Das ist keine 1, Ralf. Das stimmt, ja. 92. Was? 92. Ach du Schande. Das sind diese Würfel, die im Neuner liegen. Ja. Meint ihr das mal anders? Nehmt doch mal was anderes zu würfeln. Nehme das jetzt hier. Immerhin kein Patzer. Es ist nur ein Misserfolg. Die Kreatur hat aber auch einen Misserfolg. Das heißt, es ist mehr oder weniger Gleichstand gerade. Du läufst gegen die Hand und so ein bisschen endet es dabei. Du stehst jetzt schützend über ihm. Pack ihn beim Jackett und zieh ihn weg. Ich rette euch mal. Das Ding versucht nach dir zu beißen. Das ist jetzt wieder ein Vergleich. Ich versuche ihn wegzuziehen. Das heißt, die Reaktion wäre ausweichen. Du würfelst mal drauf, ob du ihn wegziehen kannst. Das ist wieder einfach nur Geschicklichkeit. Glatte 70 sieht nicht. Das ist gelungen, du bist sehr geschickt. Dann kriegst du jetzt einen Bonuswürfel auf deinen Versuch auszuweichen, als die Kreatur dich angreift. Das heißt, du würfelst 2 Zehnerwürfel und darfst den mit dem besseren Ergebnis benutzen. 87 oder? 27. 27. Das ist nicht ganz die Hälfte von deinem Wert. Das heißt, es ist kein besonders toller Erfolg, aber die Kreatur hat auch nur einen normalen Erfolg. Und du hast den höheren Wert insgesamt. Das heißt tatsächlich, du schaffst es mit der Hilfe, mit der Hand, die dich hinten am Jackett packt und wegzieht, dich der zupackenden Hand und den Zähnen, die dann zu dir zusammenschnappen, wegzuziehen. Okay. Du hörst hinter dir ein Handgemenge beginnen. Ja, ich wollte doch gerade. Ich rufe laut Wassermann, bevor ich das britische tue und sage, sorry, old chap. Wie ist denn die Situation bei mir gerade? Dein Student ist 2 Stockwerke tiefer zum Liegen gekommen und gibt stöhnende Geräusche von sich. Aber er gibt stöhnende Geräusche von sich. Ja. Dann renne ich wieder hoch. Du bist nur ein paar Treppenstufen weiter runtergekommen und dann tänzelst sie jetzt wieder hoch und siehst, wie eine große graue Hand und eine massige, schwer auszumachende Gestalt sich hinter den 2 auftürmt. Die verdecken deinen Blick größtenteils. Ja, das ist der Zeitpunkt für einen Rückzug. Ein Königreich Bayern für meine Luga, die jetzt leider nicht da ist. Und Rückzug. Selbst die Lanze würdest du gerade nehmen. Ja. Mhm. Ihr nehmt die Beine in die Hand. Ja. Ihr hört hinter euch nur, wie dieses Ding gegen die Regale rechts und links stößt, versucht sich freizuschieben, Bücher mit einem Prasseln regelrecht auf den Boden und ihr hört, wie Seiten zerreißen, als es drauf tritt und Einwände zerknicken und dergleichen und sie rennen auf dich zu. Du bekommst einen etwas besseren Blick auf die Kreatur und darfst auch mal Stabilität beobachten. 35. Das klingt gut. Ja, sie rennen auf dich und das Treppenhaus zu. Hoch, runter. Durch und durch, mit ihm mit. Ich gehe einen Schritt zur Seite. Ohne Fragen zu stellen. Ja. Mhm. Du bist rechts und links runter. An der Schulter gepackt. Okay. Mhm. Und dann runter. Gut. Also ich packe mich rechts und links an der Seite und ich rufe noch so, 4. Stock! Und dann... Mhm. 4. Stock, als wir es weil wir ja vorher nicht wussten, wo wir sind. Ja. 4. Stock. Mhm. Ihr eilt das Treppenhaus runter und 2 Stockwerke tiefer liegt, wie gesagt, ein Student, der seinen Arm an sich drückt. Ja, wir versuchen, so wenig auf ihn draufzutreten wie möglich. Spricht über ihn drüber? Ich würde ihn gerne mitnehmen, ja. Ja, den nehmen wir mit. Der soll uns mal erklären, was seine Uhr in diesen Büchern gemacht hat. Damit hat er ganz Mist angefangen. Ja, erstmal. Also wir versuchen, ihn hoch zu nehmen. Dann ein Stockwerk weiter endet auch die Treppe und ihr seid im Erdgeschoss. Zumindest deutet das die Treppe an. Ihr seid euch nicht mehr ganz so sicher, was den Bau dieses Gebäudes angeht und inwiefern der noch zu dem passt, was eigentlich in der Anlage sein sollte. Aber zumindest das Treppenhaus hier zu Ende. Gut. Blick rechts und links die Regalreihen entlang. Irgendjemand da? Gibt es hier Brandäxte in Kästen an Wänden? Sowas gehört in ein ordentliches, größeres Gebäude. Gibt's nicht, richtig? Nein, wir müssen mal Verborgenes erkennen. Ich bin so zuversichtlich. 58. Du kannst niemanden ausmachen zwischen den Regalen. Julius Zunker gibt einen Wimmern von sich, presst seinen Arm an sich, schaut euch mit großen Augen an, dann auf deine Hand. Warum haben Sie meine Uhr? Das macht deine Uhr in irgendwelchen Büchern. Ich habe meine Uhr nicht in Bücher gelegt. Wann hast du sie das letzte Mal gesehen? Bevor das Viech aufgetaucht ist. Wann hast du das Viech gesehen? kurz bevor ich die Treppe runtergefallen bin. Was hast du vorher gemacht? Ich habe was gelesen. Was? Ein Buch über Sulla. Sulla. Okay. Ich beschäftige mich mit der Römischer Republik, ja. Ja. Deine Uhr. Ist kaputt? War ich nicht. Grundgütiger Herr Martin. Ich renne, also versuche um die Ecke zu gehen, da wo er als letztes gearbeitet hat. Da ist tatsächlich gerade niemand, aber du siehst die Tür zum Verbindungsbereich. Mhm. Nein, kein Mauerdekolleté. Du siehst die Tür zum Verbindungsbereich oder zum anderen Teil der Bibliothek. Herr Martin ist auch nicht hier unten gerade. Wir könnten jetzt raus, und ich bedeute Ihnen, wo der Ausgang ist. Mhm. Aber es gibt tatsächlich noch Kollegen von mir, die sich in dem anderen Gebäudeteil aufhalten. In diesem Gebäudeteil ist jetzt aber niemand mehr. Da gehen Sie von aus, oder? Ich gehe davon aus. Außer natürlich die junge Frau Dame. Heber. Ja, wir können nicht eine junge Dame, in welchem merkwürdigen Zustand sie sich auch befinden mag, mit diesem Monster alleine hier in diesem... Also gibt es hier irgendetwas, womit man sich bewaffnen könnte, außer Büchern? Bücher würde ich Ihnen nicht empfehlen, sich damit zu bewaffnen, aus mehreren Gründen. Gibt es irgendwas? So, wenn dann wahrscheinlich wüsste das Herr Martin. Du glaubst, dass Dr. Koracek hat irgendwie aus seiner Studentenzeit einen Pauksäbel in seinem Büro? Ich weiß nicht. Ich hätte eine Schreibmaschine. Du hast, Sie haben gesehen, was wir gesehen haben. Und ich unterstelle Ihnen beiden, dass Sie im Gegensatz zu mir keinen Absinth trinken. Richtig? Das ist korrekt. Das beruhigt mich auf der einen Seite, auf der anderen Seite überhaupt nicht. Dafür gibt es nicht mal einen Namen, oder? Monster. Monster, wie ich sagte, ich habe schon ähnliche Wesen gesehen, aber... So was? So etwas in dieser Art noch nicht, aber... Das ist eine Sache, der wir auf den Grund gehen müssen. Und wie gesagt, es befindet sich offensichtlich noch eine junge Dame mit diesem Monster in dem Gebäude. Kann man denn was hören? Müsste von dem Gepolter ja auch das Treppenhaus runter noch was hören. Gerade herrscht Stille. Herr Wassermann, worauf sollen wir denn warten? Auf die Schreie einer jungen Dame? Nein, nein, nein. Wie soll das denn enden? Bleiben Sie noch einmal ruhig. Dieses Wesen ist doch viel zu groß. Es müsste doch Geräusche machen, wenn es hinter uns her wäre. Wollen Sie nachschauen, ob es weg ist? Ja, tatsächlich. Das würde ich gern tun. Dann hätte ich aber gerne etwas anderes in der Hand als ein Buch, was ich ohnehin nicht in die Hand nehmen darf, solange ich mit einem Bibliothekar unterwegs bin. Schritt Nummer 1, wir bewaffnen uns. Herr Martin! Tatsächlich wird die Tür zum Verbindungsteil aufgeschoben und Herr Martin schaut rein. Sie besitzen Hämmer. Ja. Den größten davon würde ich gerne vorübergehend ausleihen. Wirft dir einen fragenden Blick zu. Er findet das hervorragend. Spielen Sie einfach die Geschichte mit. Sie wollen was hämmern. Mhm. Etwas Großes, deshalb brauchen wir einen großen Hammer. Vorschlaghammer? Ich habe einen Vorschlaghammer, ja. Hervorragend. Moment. Ja. Verschwindet. Und wenn Sie mir noch... Ja. Und kommt ziemlich schnell wieder mit einem großen, metallenen Werkzeugkasten in der einen Hand und mit einem Vorschlaghammer über der Schulter. Also hier ist Ihr Vorschlaghammer. Oh, ja, das hatte ich mir so vorgestellt. Stellt den Werkzeugkasten ab, klonk, mach den auf. Das sind die restlichen Hämmer. Meine Herren, bitte, die Waffen Ihrer Wahl. Ich suche mir einen schönen großen, mit einem Schraubenzieher oder so etwas. Einen Schraubenzieher hinten in den Gürtel und ja, genau. Ich suche mir auch irgendwas. Ich werde ja sowieso nicht damit umgehen können. Aber Schraubendreher, Maulschlüssel. Maulschlüssel. Gibt eine Auswahl. Soll ich irgendjemanden rufen? Nein, nein, das wird wohl lieber nicht nötig sein. Ja, dann, ich gab ein Problem. Kümmern Sie sich um den jungen Mann hier. Oh, richtig. Oh ja, ja. Und sollten Sie in einer Stunde nichts mehr von uns hören, könnten Sie erwägen, vielleicht doch die Gendarmerie zu unterrichten. Es gehen seltsame Dinge dort oben vor sich. Gute Güte, ich... Ja, wenn Sie... Ich, ja... In der Stunde. Sehr aggressiver Parasitenbefall bei Büchern. Was? Aber wir haben eigentlich... Kümmern Sie sich um den jungen Mann und lassen Sie uns erstmal unsere Arbeit machen. Ich rufe einen Kammerjäger. Das ist noch nicht nötig. Wir müssen uns die Lage erst einmal ansehen und das wird... Kammerjäger ist gut, die setzen Giftgas ein. Ja, aber Sie kennen meinen Chef nicht. Aber Giftgas. Kümmern Sie sich erstmal um den jungen Mann, alles andere sehen wir dann später. Wir sind im 2. Stock. Oder im 4. Oder im 7. Wie auch immer. Wir sind oben. Danke, Herr Wassermann. Ich werde mal den jungen Mann zum Krankenhaus. Mhm. Und wir begeben uns wieder die Treppe nach oben. Ja, Herr Wassermann, wie auch immer, wohin. Sie wollten die Vorhut übernehmen? Natürlich, warum nicht? Also, Treppe hoch. Ich gehe voran. Du siehst kein großes graues Ding, das sich die Treppe euch entgegenstürzt oder sonst irgendetwas macht, sondern nur ein Treppenhaus, das sich ziemlich weit nach oben erstreckt. Und da ganz weit oben eine zierliche Gestalt in einem langen Kleid, die die Stufen herunterkommt. Ich rufe ihr zu. Frau Weber? Keine Reaktion. Es ist Frau Weber. Beschleunige meinen Schritt, so weit es auf der Treppe möglich ist. Haben Sie das Buch gefunden? Ihr trefft euch sogar überraschend schnell. Irgendwie. Eben schien sie noch weiter oben zu sein. Und sie hält vor euch an. Oh. Faltet die blassen Hände. Die 13 Schatten? Habt ihr das Buch gefunden? Leider noch nicht. Ärgerlich. Ich habe das jemand anders vielleicht noch? So eine große, graue Gestalt? Oh, mein Schäler. Etwas problematischen Umgangsformen? Das passiert. Wenn man zu oft faltet und umblättert, dann kommen die. Faltet und umblättert? Was faltet und umblättert, bitte? Alles. Das hatte ich befürchtet. Ja. Wie wär's, wenn Sie uns erst einmal nach unten begleiten? Der Herr Martin ist schon unterwegs mit einem, wie auch immer, gearteten medizinischen Menschen. Ich suche das Buch. Sie versucht sich an euch vorbeizuschieben. Ihr könnt wieder einen... Du möchtest sie festhalten? Ja. Das fühlt sich wieder irgendwie seltsam trocken an. Und kannst wieder mal auf Verborgenes erkennen. 34. Den anderen beiden Herren erkenne ich da eine Zahl einfach nicht richtig. Was ist hier? Ja. Das sind 40. Ah, gut. Ah, sehr gut. Ja, dann. Ja, dann. Entschuldigung, meine Handschrift. Das fühlt sich nicht an wie Stoff. Als du zwischen den Fingerhalsen genauer hinschaust, stellst du fest, dass es aus Papier oder aus einem ähnlichen Material. Und das, was die blassblaue, graue Farbe ausmacht, wenn du ganz genau hinschaust, ist eine Ansammlung von winzigsten Buchstaben. Möchtest du das? Ja, das möchte ich doch genauer anschauen. Ja, du kannst einfach nur sagen, du versuchst sie festzuhalten. Das ist nämlich am ehesten das Problem. Ich versuche sie einen Moment festzuhalten und hoffe, es reißt nichts aus ihr heraus. Nein, du kannst sie tatsächlich festhalten und dann kannst du ein bisschen von dem Text ausmachen, der da steht. Das ist ein fortlaufender Satz, den du zumindest eine Weile verfolgen kannst auf ihrem Kleid. Oh, ganz schmal machst du dich konzentrierst. Ja, das tue ich. Was lese ich? Du liest, sie bewegte sich mit einer seltsamen Eleganz und war sich dessen überhaupt nicht bewusst, wie sie auf andere vielleicht wirken mochte. Ihr Kleid war altmodisch geschnitten, aber tatsächlich recht angenehm. Sie wusste, wie sie sich zu geben und zu tragen hatte, um dieser Gesellschaft von gelehrten Männern günstig wahrgenommen zu werden. Die Wahl ihrer Kleidung an jedem Morgen fiel auf etwas, das ausdrückte, dass sie zuverlässig war und ihre Arbeit sinnig verrichten würde. Denn das war es, was sie professionell in ihrem Leben zeigen wollte. Das ist jetzt merkwürdig. Sie sind schon eine äußerst ungewöhnliche junge Dame, das muss ich Ihnen attestieren. Sie dreht sich zu dir um und schaut dich an und aus der Nähe stellst du fest, dass die blasse Haut und ihre Feinporigkeit tatsächlich in erster Linie Papier ähneln und weniger wirklich. Wir müssen über Bücher reden, junge Dame. Wir müssen über Bücher reden. Ich rede ausgesprochen gerne über Bücher. Wir haben ein gemeinsames Thema. Du siehst Kreise von Buchstaben in ihrer Iris, die da in der Farbe schwingen. Ich glaube, ich mache mal einen Test, ob ich das spooky oder faszinierend finde. Das ist wieder eines dieser neuen Ergebnisse. Das können nicht nur meine sein. Ich finde es faszinierend, glaube ich. Jeglicher normaler, gesunder Menschenverstand schwindet. Eine Bücherfrau. Davon träumen Autoren irgendwie schon. Manche Autoren. Er starrt auf ihr Kleid, dann starrt er in ihr Gesicht und scheint auf einmal mit ihr zu schäkern. Sie kennen den Mann auch noch nicht länger, als ich ihn kenne, oder? Nein. Wir haben hier immer noch mehrere Rätsel zu lösen. Junge Dame, Sie fühlen sich gut und sind nur auf der Suche nach dem Buch. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Ja, dann helfen wir ihr. Irgendwie habe ich das Gefühl, finden wir dieses Buch, lösen sich vielleicht alle unsere Probleme. Und werden groß. Wer hat dieses Buch denn zuletzt gehabt? Sie hatte es? Ich kann es an euch riechen. Vage. Was? Da fiel mir nur eins. Ja. Aber es wird jetzt halt von mir versteckt. Das Buch, das ihr nach mir geworfen habt, ich habe es nur flüchtig gesehen. Nein, ich habe einen anderen Verdacht. Es war nicht rot, oder? Verdacht. Aber auch das war nicht rot. Nein. Hatte aber einen blanken Einband. So, vielleicht ist es darunter rot. Würden Sie hier auf uns warten, wenn wir Ihnen das Buch besorgten? Ich werde weiter suchen, aber ich kann an diesen Ort zurückkehren, wenn ihr wieder hier seid. Ja, dann betrachten wir das doch mal als eine getroffene Verabredung und wir suchen nach diesem Buch. Ich werde wieder umblättern. Sie löst sich vorsichtig aus deinem Griff und marschiert zwischen den Büchereien hindurch. Zwischen den Reihen, nicht durch die Regale? Nein, zwischen den Reihen. Gut. Monster oder Buch? Buch, Buch. Buch, ganz eindeutig. Ich habe die Befürchtung, wir finden beides gleichzeitig. Ich hoffe nicht. Es gibt nur wenige Bücher, die wir gleichzeitig flüchtig betrachtet haben. Das Buch, was ich nach Ihnen geworfen habe, mit dem hatte Herr Wassermann nichts zu tun. Es ist das Buch von heute Morgen. Das Buch von heute Morgen. Oder? Das Buch haben wir alle gesehen, aber Sie doch auch. Sie hat es hingebracht. Deswegen war sie da schon Sie? Ja, das... Weil sie sagte ja, sie kann es an ihr riechen. Farblos vor, so dieses... Diese Beschreibung würde ich für Sie nun nicht mehr benutzen. Oder das andere Buch, in dessen Nähe, wir waren in der Nähe von vielen Büchern, aber das auf dem Schreibtisch Ihres Chefs. An das, ja. Das war mein erster Gedanke. Dann besuchen wir doch einmal Ihren Chef, vielleicht ohne den Vorschlaghammer. Und ich würde den empfehlen, mitzunehmen. Sie scheinen interessante Erfahrungen mit Ihrem Chef gemacht zu haben, aber so wie dieser Tag bisher verlaufen ist, stimme ich Ihnen zu. Dann machen wir uns auf den Weg. In der normalen Bibliothek ist der Weg da lang. Wir folgen Ihnen. Die Bibliothek ist wie ausgestorben, aber tatsächlich zu deiner Erleichterung führen die Treppen gerade dorthin, wo sie hinführen sollen. Und ihr könnt auch ausmachen, dass jemand offensichtlich eine Lampe angemacht hat im Büro von Dr. Koracek. Und die anderen, sagt es ja, da sind noch andere Büros oder zumindest Räume. Stille, Türen sind geschlossen. Niemand da. Naja, Wind. Das so ist am Wochenende. Ja. Wind säuselt um das Gebäude. Beim Blick aus den Fenstern seht ihr auch das, was man sehen sollte. Okay. Marburg. Marburg, sehr schön. Die Sache mit dem Ozean sollten wir vielleicht nicht sofort erwähnen im Gespräch. Nichtsdestotrotz lasse ich den Vorschlaghammer auch draußen. Ja, ich stecke auch den Schraubendreher. Genau, ich meine, das Jackett ist auch unter dem Jackett verborgen, hinten im Gürtel. Gut, ich lege meinen Hausschlüssel auch auf den Boden. Da lasst eine kleine Sammlung Werkzeuge in der Tür. Na gut. Ich werde vorangehen müssen, ist das richtig? Ja, das dachte ich. Nein. Ich werde das bereuen. Ja. Ich habe gerade keine Zeit. Kommen Sie später wieder. Machen Sie doch mal die Tür auf. Als Angehöriger der Besatzungsmacht wird er Ihnen vielleicht weniger. Es scheint Ihnen entgangen zu sein, dass die Besatzungsphase schon seit einigen Jahren vorbei ist. Aber da ich nicht sein Angestellter bin, habe ich da deutlich weniger Hemmungen. Und deswegen öffne ich die Tür. Ich würde vorher noch durchrufen, sowas wie, Herr Dr. Koraczek, es wäre wichtig. Und in dem Moment mit wichtig geht die Tür auf. Koraczek blaut hoch. Der liest immer noch in demselben Buch mit den cremefarbenen Seiten. Das Säugel liegt offen aufgeschlagen neben ihm. Irgendwie eine von den Seiten ist offen. Und rings um ihn herum sind Notizen. Warum stören Sie mich? Nun wissen Sie, ich drücke mich mal so an ihm vorbei. Es ging nochmal um das Buch. Sie haben meine Einschätzung gewollt. Heute Vormittag, morgen, die Zeit weiß ich nicht mehr so hundertprozentig genau. Es ging um das Säugebuch, ja. Dazu müsste ich nochmal einen kleinen Nachtrag liefern. Ich müsste das Buch aber dafür nochmal in der Hand haben. Ziehe meine Handschuhe schon mal an. Ich weiß, dass Sie das nicht gerne haben. Wir hatten das Gespräch ja schon mehrfach, aber... Er schlägt das Buch zu und hält es dir entgegen. Okay, vielen Dank. Und wenn wir schon da sind, dürfte ich fragen, was das für ein Werk ist, mit dem Sie gerade so intensiv beschäftigt sind? Ein historisches Werk. Und wer sind Sie? Warum interessiert Sie das? Entschuldigung, ich hatte versucht, bei Ihnen einen Termin zu bekommen, aber das ist jetzt auch mal gleichgültig. Wir versuchen immer noch herauszufinden, was mit der jungen Dame passiert ist. Und ich denke, das ist ein Ereignis, das Vorrang hat, sogar vor der Beschäftigung mit einem Geschichtswerk. Ja, Sie als verantwortungsvoller Vorgesetzter. Er hört dir nicht mehr zu, sondern blättert wieder hin. Die junge Dame sucht verzweifelt ein Buch mit dem Titel Die 13 Schatten. Ich hatte den Eindruck, dass es einen unguten Einfluss auf sie hatte. Kennen Sie ein solches Buch? Bitten, mein Büro zu verlassen. Ich brauche nur noch einen kurzen Moment und ich würde so einfach so ein bisschen, ja, so tun, als würde ich in dem Buch blättern. Pseudomäßig blättern. Ja, es fallen Notizseiten heraus. Oh. Wo er Dinge sich in einer wilden Mischung aus Küchenlatein und anderen Sachen notiert hat. Also ich versuche einen Blick auf das Buch zu erhaschen. Kann ich auf dem Kopf lesen, was steht auf dem? Ihr könnt tatsächlich den Rand des Einbands sehen und der ist dunkelrot. Es scheint so, dass das Wohlbefinden der Dame mit dem Buch verbunden ist. Da ich sie als einen äußerst großherzigen Arbeitgeber und Menschen einschätze, ich glaube, da schätzt er die Sache falsch ein, nicht wahr, Herr Wassermann? Ich gucke hoch. Also das kann er nicht von mir haben. Er muss sie persönlich kennen. Und blättere weiter. Ich würde Sie bitten, mein Büro zu verlassen. Könnten Sie uns vielleicht die Ehre erweisen, 1 bis 2 Sätze über dieses Buch fallen zu lassen? Sie sind doch mit Sicherheit der Kompetenteste hier. Das ist sicherlich kein Kustan, keine Bunne. Und es kommen seltsame Laute über seine Lippen. Du hast das Gefühl, dass die Scheiben im Fenster teilweise mit der Frequenz von seiner Stimme mitschwingen. Ein Knistern kommt von den Büchern in den Regalen, die leise zittern. Dass die Dielen unter deinen Füßen ächzen. Kurz flackert das Licht und etwas... Würfel doch mal auf Mana. Auf Mana? Ja, das im A. Wie sehr du einem Einfluss unterstehst. Hoho, aber sowas. Ich glaube es nicht 3. Du bleibst vollkommen ungerührt stehen. Kurz geht dir der Gedanke durch den Kopf, dass du vielleicht besser einfach gehen solltest und die Sache sein lassen. Passen Sie mal auf. Wenn Sie glauben, dass Sie mich durch irgendein Hindu-Geschwafel davon abhalten können, ein ernsthaftes Gespräch mit Ihnen zu führen, sind Sie auf dem Holzweg. Ich muss Sie jetzt einmal zur Ordnung rufen. Bitte sehr. Antworten Sie auf meine Frage. Helfen Sie uns. Er steht auf, scheint etwas fassungslos zu sein. Und dann bewegt er sich rückwärts von dem Tisch weg. Eine Hand aber noch ausgestreckt zu dem Buch, der da liegt und greift nach dem Pauksäbel. Ich greife nach dem Buch. Dann in dem Moment wirft er sich vorwärts und versucht, dich daran zu hindern. Du bist aber tatsächlich ein bisschen schneller, weil du unglaublich geschickt bist. Ja, das reicht. Du kriegst tatsächlich das Buch zu fassen. Das reicht nicht. Nee. Das reicht nicht. 87. Du kriegst deine Hände auf das Buch. Super, das ist deine Aktion. Bevor der Säbel niedersaust. Aber du kannst nicht mehr viel machen. Euer Geschick habe ich ja tatsächlich. Herr Wassermann ist noch dran. Ja. Ich wollte jetzt nicht unterbrechen, aber der Plan wäre eigentlich gewesen, dass ich, während ich das Buch so ein bisschen so tue, als würde ich es ansehen, immer dem Schreibtisch immer so ein bisschen näher rücke. Und wäre ich ja jetzt quasi in der Nähe des Schreibtisches. Ja. Und ihr seid jetzt quasi beide in Begriff, das Buch zu greifen. Das heißt, er greift nach dem Buch. Ich würde mich eher darauf konzentrieren, sollte er nach dem Säbel greifen, ihm in die Hand zu fallen. Das tut er, also er reißt den Säbel von der Wand. Genau. Mit einem Ping fliegen die Halterungen weg, als er ihn herunterreißt. Ja, dem würde ich gerne entweder zuvorkommen oder ihn alternativ mit meinem Buch schlagen, das ich in der Hand habe. Du kannst ihm gerne zuvorkommen, du möchtest ihn mit dem Buch schlagen, mit dem unschätzbaren, nicht ersetzbaren Erstlingswerk aus grauer Vorzeit möchte ich ihn schlagen. Gut, ich glaube, ihr habt alle nur den Standardwert, was irgendwie Nahkampf angeht. Das heißt 50 einfach, um mit jemandem zu rangeln. Das wird sowas von in die Hose gehen. Ich habe eine 25! Wow. Das heißt, du hast sogar die Hälfte deines Wertes. Das heißt, du hast einen schwierigen Erfolg geschafft. Damit bist du ihm er hat nur einen normalen Erfolg. Das heißt, du bretterst ihm tatsächlich das Buch ins Gesicht. Ja. Mit Wucht. Es gibt ein sattes so wuck, altes Vellumleder. Das hat so einen schönen, satten Klang. Ja. Sollte er in dem Moment loslassen, bringe ich das andere Buch in meinen Besitz. Ja, tatsächlich kannst du jetzt mit einem das Buch unter seiner Hand hervorziehen. Ich möchte, während der ganzen Aktion möchte ich mich die ganze Zeit leise entschuldigen. Bei dem Buch. Beim Buch. Nee. Ich glaube, du müsstest gleich nochmal auf Stabilität würfeln, oder? Er ist dran und er versucht jetzt mit dem Säbel nach dir zu hauen. Ich würde dir vorschlagen, zu versuchen auszuweichen. Ja, ich werde mich nicht mit dem Buch verteidigen. Du hast einen Ausweichen. Dass ich auch versuche, nach dem Säbel zu greifen, hindert ihn. Genau. Tatsächlich kannst du das gerne mal machen und dann kriegst du 25. Dann kriegst du einen Bonuswürfel, wenn du jetzt versuchst auszuweichen. Ja, das versuche ich tatsächlich, ja. Das war der 10er, den ich mir dann aussuchen musste. Da nehme ich die 16 und nicht die 76. Es hilft, die Würfel zu wechseln. Tatsächlich habe ich so gut gewürfelt, ich habe eine 9 gewürfelt. Dass er dir damit immer noch eine Stufe des Erfolgs voraus hat. Nee, gar nicht. Knapp ist er ebenfalls bei einem schwierigen Erfolg. Das heißt aber, dass er zumindest nur einen ganz normalen Treffer bei dir landet. Du führst einmal eine kalte Berührung an der Wange, die dann auf einmal gefolgt wird von erst später eintretendem Schmerz und Wärme, als du einen Schmiss im Gesicht davon trägst, mit 2 Trefferpunkten, so wie das kostet. Passt zu Marburg. Ja. Schmerz. Ich glaube, er war in einer schlagenden Verbindung. Schmerz zieht die Schläfe hoch und runter in deine Zähne und du hast das Gefühl, dass ein Stück Haut abklappt, was fast noch das Abstoßendste daran ist. Er ist scharf, der Säbel. Nicht so scharf, wie man sich vielleicht wünschen würde. Also es ist fast eher, als hätte er dir die Wange aufgerissen, anstatt zu schneiden. Ja, Schmiss würde Marburg niemand auffallen. Gut. Rass aus diesem Büro. Du rennst aus dem Büro mit dem Buch in der Hand. Als du drauf schaust, siehst du tatsächlich, also ich nehme an, du schaust drauf. Ja, aber. Du schaust drauf, es steht darauf tatsächlich in nüchternen Lettern das Buch der 13 Schatten und darunter C. Reiners. Jetzt bin ich platt. Der Traum meines Autoren. Ich habe es nicht geschrieben, aber es ist schon fertig. Wow! Ich bin beeindruckt, aber vergesse nicht, das Zimmer zu verlassen. Du verlässt das Zimmer? Meine Herren, ich empfehle den Rückzug und fange an, in dem Buch zu blättern. Ich umklammere das Buch, das ich immer noch in der Hand habe, und renne einfach raus, so schnell wie es geht. Ihr löst euch. Das ist schwierig, sich von jemandem zu lösen, der mit einem Säbel nach einem schlägt. Haben wir überhaupt eine Chance, rückwärts rauszukommen, bevor er nochmal zuschlagen kann? Er hat eine Chance, rauszukommen. Mit dem Schraubenzieher könnte man parieren. Er kann tatsächlich sich davon lösen. Du bist mit ihm mehr oder weniger in einen Ringkampf um diesen Säbel verwickelt. Dann würde ich ganz an Er ist tatsächlich vor dir dran. Ja, und er versucht in einem Kampfmanöver deinen Griff zu lösen und seinen Säbel freizureißen, damit er in der nächsten Runde damit wieder regulär angreifen kann. Er hätte einen Erfolg. Du darfst genauso auf deinen Nahkampfwert standardmäßig würfeln. 3. Tatsächlich, er versucht, seine Hand freizubringen und Druck auf deinen Ellenbogen auszulösen. Du gibst dem Ganzen nach, ziehst ihm den Ellenbogen in den Kiefer, drückst gegen den Nerv in seinem Ellenbogen und der Säbel fällt mit einem Klackern zu Boden. Du bist dran. Das war jetzt gerade nur deine Reaktion. Ja, dann greife ich nach dem Säbel und schlage mit dem... Also versuche ihn aufzunehmen und mit dem Korb zuzuschlagen. Also ich will ihn nicht töten, ja, aber einfach einen verpassen. Also ganz normal Nahkampf. Ja. 100. Du rammst den Säbel hinter ihm ins Bücherregal, wo er mit einem stecken bleibt. Nein, du hast sie nicht benutzt. Das ist manche Würfelunterlagen verflucht. Die wievielte 100 heute? Die dritte. Und ich hatte auch schon eine. Ja, also die dritte. Es gibt so Tage. Ja. Du rammst den Säbel in das Bücherregal und spürst, wie es in deiner Hand ein leises Knacken macht, als der Schwung gänzlich abgebremst wurde, als du dachtest. Ja, immerhin kann er mich jetzt nicht mit dem Säbel schlagen. Großer Fehler. Auch mit einem abgebrochenen Säbel kann man nur zuschlagen. Immerhin habe ich den Säbel in der Hand. Ihr rennt beide raus auf den Gang, während vor dir seine Brille ist halb vom Gesicht gerutscht und vorher, das war das Gesicht von einem gebildeten, vielleicht strengen, aber ruhigen Mann, aber jetzt bewegen sich irgendwie die Muskeln darunter auf eine Art und Weise, wie du sie bei scharf gemachten Hunden oder dergleichen gesehen hast. Von reiner Aggression und tierhafte Wut. Die Augen sind weit aufgerissen, du siehst geplatzte Äderchen rings um die Iris, während er den Mund öffnet und dich einfach wortlos anschreit vor Zorn, dass er ihm offensichtlich das weggenommen hat. Du bist draußen? Ich blättere im Gehen. Du siehst zumindest erstmal ein Inhaltsverzeichnis, das aber noch relativ wenig sagend ist, wo immer nur steht Schatten 1, Doppelpunkt und dahinter ein Untertitel für das Kapitel. Möchtest du die kurz überfliegen? Ja. Du siehst nur also die ersten 4, die kannst du ausmachen. Der Krieg des Hasses, der Krieg der Stille, der Krieg Babels und der Fall des Turms. Das sind die ersten 4 Kapitel. Nicht ganz mein Stil, aber vielleicht erinnere ich mich auch, dass das aus der Zukunft kommt. Das Papier ist auf jeden Fall eine Qualität, die dir unvertraut ist. Es ist cremig weich, die Buchstaben sind unglaublich sauber gesetzt. Verdammt, das muss aus der Zukunft kommen. Du stolperst hinter ihm auch auf den Flur und siehst ihn, wie er auf eins der Treppenhäuser zurennt. Aber ziemlich langsam, also eher so ein Traben, während er in dem Buch blättert. An der Treppe werde ich langsamer, aber mir gerade dämmert, vielleicht möchte ich das gar nicht der jungen Dame geben. Es ist ein Buch, das ich nicht geschrieben habe, aber auf dem mein Name steht. Ich sollte es mindestens mal lesen, geht mir gerade durch den Kopf.